are the ones you thought you owned. We are the ones you said were stone. We are the ones that you wish would go away. We're here to stay. Yeah, we are the ones that are gonna run the world someday. Also ich frage mich, wie so bekannte Menschen wie du richtige Freunde finden können. Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich meine, wenn man dann bekannt ist, ja, was ja vorher keiner vorab sehen kann oder was nie geplant ist, ja, ist natürlich schwer dann abzuschätzen, wer sind deine wahren Freunde und wer nicht. Meistens merkst du das in Situationen, wo es einfach mal nicht so gut läuft, wo der Erfolg vielleicht mal nicht da ist, die auf einmal dann nicht mehr hinter dir stehen. Und deswegen habe ich auch nur eine Handvoll an Freunden. Und die wahren Freunde sind eigentlich die, die ich von Anfang an kenne, die ich in der Schule kennengelernt habe, die mit mir schon von Anfang an trainiert haben oder wirklich auch in dieser Turnszene mit drin sind. Und von daher ist das schon eine schwierige Sache. Man wird sensibel mit der Zeit, aber man fällt trotzdem immer mal wieder auf die Schnauze. Ja. Also hast du schon Angst, also falsche Freunde zu finden? Oder? Angst nicht, aber man geht bei allen Leuten, die man neu kennenlernt, geht man einfach mit ein bisschen mehr Vorsicht dran. Okay. Also ich bin 15 Jahre und könnte mir nicht vorstellen, von meinem eigenen Vater trainiert zu werden. Also die ganze Zeit mit ihm in einem Raum und ja. Also mich würde das nerven. Stört es dich nicht, oder? Es ist eine schwierige Situation. Ich meine, der Erfolg zeigt, dass es funktioniert bei uns. Und mein Vater hat sich auch wirklich sehr gut gemacht, was sein Know-how angeht im Turnen. Ich meine, das ist am Anfang für jeden Menschen schwer, sich da richtig reinzufinden, auch wenn man selbst mal Turner war wie er. Aber er ist der beste Trainer für mich, den es gibt. Von daher gab es auch nie Zweifel daran, dass ich mal einen Trainer wechseln möchte. Aber es stimmt schon, die Zeit, als ich noch zu Hause gewohnt habe, war es wirklich, wir haben uns irgendwann dann 24 Stunden gesehen, vor allem als dann auch die Schulzeit bei mir vorbei war, ich mein Abi hatte. Und da wurde es immer schwieriger zusammen, weil der Stress in der Halle, der geht zu Hause weiter. Also es ist nicht so, dass man, oder zumindest bei uns war es nie so, dass man Vater und Trainer trennen konnte, sondern es war eine Person. Und deswegen, da hatte ich keine Chance, daheim Ruhe zu kriegen, wenn es in der Halle mal richtig abging. Aber seitdem ich ausgezogen bin, das ist jetzt 2 Jahre her, hat sich das Verhältnis zwischen uns nochmal richtig gebessert und läuft gut, ja. Okay. Also man kann sozusagen gar nicht sagen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Vorteil hat es halt einfach, sagen wir mal, bei mir, er kümmert sich um viele Dinge. Er sagt, okay, du konzentrierst dich auf den Sport, das ist das Wichtigste momentan, damals auch noch die Schule halt dazu. Und alles andere, was Termine angeht, managt er dann ein bisschen mit meinem Management zusammen. Und so viele Sachen, die ein Vater dann für einen Sohn einfach übernimmt, ja, das ist dann schon toll. Nachteil ist natürlich, wie gesagt, dass der Stress nie aufhört und dass man vor allem so Kritik direkt sehr persönlich nimmt. Ja. Wenn es auch nur eine ganz normale Korrektur im Training ist, das ist alles ein bisschen emotionaler als bei jemandem, der ja, zu dir ja, kein familiäres Verhältnis hat. Okay. Und bei Facebook schaut man sich doch immer gerne andere Profile an und schaut sich einfach mal die Leute an. Machst du das auch noch oft, oder? Ich meine, ich hab mein eigenes Facebook-Profil, auch mit meinem ganz normalen Namen drin. Also, und das hält sich alles in Grenzen. Nicht so, dass ich da von Mails und Freundschaftsanfragen überschüttet werde. Aber natürlich gucke ich mir andere Seiten an, lerne neue Leute kennen, viele Leute kennen. Und macht einfach Spaß, den Kontakt international vor allem auch dort halten zu können. Und wie gesagt, also ich bin da eigentlich relativ normal auch und habe meinen Spaß in Facebook wie jeder andere auch, ja. Das war dann auch die letzte Frage und danke fürs Interview. Alles klar, danke.